Ich grüße euch ganz herzlich zu Furchtlöscher in der Weihnachtszeit. Advent wurde bei mir zu Hause nicht wirklich gefeiert. Weihnachten, das war der große Tag der Geschenke. Die Vorweihnachtszeit war eher stressig. Und ich war froh, wenn die Winterferien kamen. Dann konnte ich ein bisschen Ruhe halten. Den Zauber, das Besondere, in der Adventszeit habe ich erst viel, viel später entdeckt. Advent. Das Wort bedeutet Ankunft. Eine Zeit der Erwartung. Die Kirche feiert die Geburt von Jesus Christus, geboren von der Jungfrau Maria in Bethlehem. Heute erwarten wir als Christen, als Kirche, das Zweite, das Wiederkommen Jesu Christi. Advent beginnt 4 Sonntage vor dem Heiligen Abend und wird mit dem Anzünden der ersten Kerze am ersten Adventssonntag gefeiert. Jede Woche wurde unter ein bestimmtes Thema gestellt. Zugeordnet die erste Woche dem Thema Hoffnung, die zweite Woche Erwartung, die dritte Woche Freude, die vierte Woche Liebe und Anbetung. Ich glaube, es gibt mindestens 3 Gründe für eine berechtigte Hoffnung. Nämlich die erste, Jesus beschenkt uns mit ewigem Leben und ewiger Liebe. In solchen Zeiten, in denen wir gerade leben, Zeiten von Krieg und von Hass, kommt die Frage auf, was ist mit der Liebe eigentlich passiert? Jesus kam als der perfekte Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Von einer Jungfrau geboren, wurde der Sohn Gottes ein Baby, wuchs auf mit allen Herausforderungen, die wir als Menschen auch erdulden und durchleben müssen, litt am Ende für unsere Schuld und Sünde die Strafe des Todes am Kreuz. Und all das tat er, um uns die Liebe Gottes zu zeigen. Nimm dir doch in diesen Tagen einige Augenblicke Zeit, um über diese unglaubliche Liebe Gottes zu uns nachzudenken. Ewige Liebe, das ist bestimmt ein Grund zur Hoffnung. Das Zweite, Jesus verspricht uns eine übernatürliche Stärke, die uns jeden Tag begleiten soll. Der Prophet Jesaja prophezeit 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt als der Messias geboren wird, folgenden Ausspruch. Er gibt uns dort ein Stück das Herz Gottes wieder. Wir lesen in Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn warten, die bekommen besondere, neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie der Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dieser Zuspruch gilt dir heute. Es gibt genügend Kraft. Er ist die Hoffnung. Er macht den Schwachen stark und dich auch. Das Dritte, Jesus ist und er bleibt der Sieger. Ehrlich, manchmal drängt sich uns doch der Eindruck auf, dass das Böse in dieser Welt gewinnt. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist, war und bleibt der Sieger. Ich will dir einige Titel von Jesus nahebringen, wo er sich selber offenbart. Er ist das Licht der Welt, das heißt, er besiegt die Dunkelheit. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er besiegt den Tod. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Er besiegt alles Böse. Er ist das Lamm Gottes. Er besiegt die Sünde. Er ist der Weinstock. Er besiegt alle Trauer. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Und er besiegt alle Einsamkeit. Er ist der König aller Könige. Und er regiert über alles. Er ist und bleibt und war der Sieger. Und ihr lieben Freunde, das ist der Grund, warum wir hoffen dürfen. Jesus hat uns seine ewige Liebe geschenkt. Jesus hat uns seine Stärke gebracht. Und er ist derjenige, der uns zu Siegern macht. So juble über diese Zeit. Das großartige Leben Gottes ist durch Jesus auf die Erde gekommen. Und du darfst Teil davon sein. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.